Ja, vielen Dank. Ich wollte sagen, wir leben in einer sehr, sehr interessanten Zeit. Ich glaube, in dieser Zeit können wir sehr große Umwälzungen erwarten. Uns steht sicherlich einiges bevor. Die letzten 500 Jahre war die Welt nach einem bestimmten Konzept organisiert. Es war nach dem Konzept das Recht des Rechtes des militärisch Stärkeren. Es war beherrscht vom Kolonialismus, von der Ausbeutung fremder Territorien. Das war ein Prinzip des Kolonialismus. Und im Prinzip leben wir wohl noch immer in dieser Zeit, im Moment. Es gibt aber ein neues Konzept, eine neue Ideologie. Und diese Ideologie geht aus von gleichberechtigten Kulturen und Zivilisationen, die friedlich nebeneinander leben. Das Prinzip, ich möchte es so sagen, das Prinzip des reichen Nachbarn, das Prinzip der Nachbarschaftshilfe, dass man ihm hilft, reich zu werden. Es sind Zivilisationen, die autark für sich ohne fremden Einfluss selbst sich organisieren und die, weil sie alle reich sind, miteinander in einem interessanten Handel leben. Keiner diktiert dem anderen, was er zu tun hat. Und sie werden miteinander in einer reichen Gesellschaft, die genügend hat, die hat kein Aggressionspotenzial. Keiner will da auf einen Flugzeugträger gehen zum Arbeiten. Er hat was Interessanteres in der Regel. Jetzt zu meinem Vortrag zur neuen Seidenstraße. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie es da zum nächsten. Wo war es da? Ah, ist da. Jawohl. Wo sind wir jetzt da? Ja, das wär das nächste gewesen. Und wo muss ich nachher drücken? Ja, jetzt schauen wir gerade, ob es geht. Jawohl, jetzt geht es. Ja, Da okay. führen, da hinten und Ja. da ist der rote Punkt. Ah ja. Also, ich möchte am Anfang nur zwei, drei Fragen stellen. Wie soll Ihr Nachbar wohnen? Welchen Nachbar hätten Sie gerne? Den oder den? Ich denke, als Handelspartner hätten wir wohl lieber den Reichen, nicht? Wenn wir mit ihm Geschäfte machen wollen. Was denken Sie, was ist ökonomisch sinnvoller? Investition bringt uns weiter? Welche Investition macht mehr Sinn? Glauben Sie, was denken Sie, was ist wirtschaftlich sinnvoller, interessanter? Was denken Sie, welche Beschäftigung macht insgesamt mehr Sinn? Welche Beschäftigung bringt die Welt weiter? Was befördert den Reichtum der anderen Nationen? Was denken Sie, ist für die Organisation unseres Zusammenlebens schlauer, die Konfrontation oder die Kooperation? Welche Vorgehensweise bringt mehr Erfolg und ökonomisch sinnvolle Resultate? Was denken Sie, ist die bessere Organisationsform? Was sollen die Ziele für unsere Zukunft sein? Es ist das Projekt der neuen Seidenstraße,
die wohl Antworten auf vieles gibt, wie unsere Welt neu gestaltet werden wird. Und ich glaube, diese Ideologie ist kraftvoller. Diese Idee hat einfach mehr Zukunftschancen. Wir leben in einer Welt des Zusammenbruchs mit diesem alten, verrotteten System. Was ist die neue Seidenstraße? Die Prinzipien? Es ist ein Entwicklungsprogramm, um reiche Nachbarn zu haben. Reiche Nachbarn sind viel weniger gefährlich als arme Nachbarn. Ziel ist es, einen Welthandel unter reichen und selbstständigen Partners zu organisieren, der Verzicht, Nachbarn auszurauben, die Akzeptanz der Andersartigkeit und eben der Kooperation statt der Konfrontation. So, wie finanzieren wir das Ganze? Dass die Projektkosten so mindestens mal für die ersten großen Etappen werden auf ungefähr 1.100 Milliarden Dollar geschätzt. Habe ich jetzt aus verschiedenen Zeiten, stimmt das nach deinen Informationen? Etwa 1.100 Milliarden für die erste Etappe. Jetzt sind zum Vergleich die Militärbudgets. Das ist ein jährliches Militärbudget der NATO. Das ist genau, die NATO hat, jedes Jahr gibt sie so viel aus. Das ganze Projekt der neuen Seidenstraße kostet ein Jahresbudget der NATO. USA alleine haben 650. Russland, der Aggressor, von dem man sich so schützen muss, oder? Und der Grund ist, warum die NATO noch mehr ihre Militärbudgets erhöhen soll. Das wird ja jetzt verlangt, oder? Dass die NATO noch mehr Geld ins jährliche Militärbudget gibt. Also Russland hat etwa 10% der Militärausgaben der Amerikaner und etwa 13, 14 Mal weniger als die NATO. Man muss jetzt einfach nur diese Zahlen sehen und fragen, wer ist der Aggressor? Ist, glaube ich, alles klar. So, und jetzt einfach, mein Thema ist ja die neue Seidenstraße Russland. Was im Rahmen dieser Kooperation, dieser gesamteuropäischen oder noch weiter gesamteuropäisch-afrikanisch-asiatischen Entwicklung ist. Was machen da die Russen in diesem Zusammenhang? A, werden jetzt Straßen gebaut, die eben diesen Transport, also den Straßentransport von Asien nach Europa durch Russland organisiert wird. Jetzt die Hauptroute für die Straße kommt via Kasachstan. Via Kasachstan hier. Von da an, von hier aus ist es Russland. Das Schwarze ist schon gebaut. Das ist St. Petersburg, Moskau. Moskau ist auch schon gebaut und die Riga-Autobahn um Moskau rum. Und diese Strecke von Moskau nach Kasan, die sollte noch in diesem Jahr fertig werden. Hingegen diese Strecke da von Kasan nach Orenburg, die sollte etwa im Jahr 2020 fertig werden. Dann etwas Wichtiges ist die Eisenbahnlinie. Eisenbahnlinien gibt es dann verschiedene. Die weitere kommt über die Mongolei hier. Aber sagen wir, die kürzeste Linie, die jetzt gebaut wird, die kommt auch über Kasachstan rein bis nach Duisburg, die Eisenbahnlinie. Und jetzt neu gibt es noch eine südlichere Route von Kasachstan durch die Ukraine durch, also durch Russland, Ukraine, Slowakien bis nach Wien.
Ah, für einen vorhergehenden Slide habe ich noch vergessen, etwas zu sagen. Na, bin ich jetzt blöd? Ah, hier. Ja, eben der Bahntransport, der jetzt eben nach Duisburg und nach Wien gebaut wird, die brauchen 16 Tage von China nach Europa. Der bis jetzige Verkehr über den Suezkanal, der braucht 36 Tage. In Österreich eben zum Beispiel diese Rail Cargo Gruppe, die eine Tochterunternehmung der österreichischen Bundesbahnen, die baut jetzt eben diesen Hafen in diesen Empfangsstation in der Nähe von Wien auf und die hat schon die ersten Züge durchgebracht. Der erste Zug, der war, glaube ich, irgendwo anfangs Jahr, der hatte 44 Container, dieser Zug, und der Zug war 600 Meter lang und die Eisenbahnstrecke war 9.800 Kilometer und der Wechsel der Spuren, in Russland hat man ja eine breitere Spur und in der ehemaligen Sowjetunion eine breitere Spur, als wir es in Westeuropa haben, der Wechsel der Spur soll in der Slowakei stattfinden und man denkt dran, vielleicht bis nach Wien sogar eine russische Spurbreite noch zu machen in Zukunft. Spurbreite eben an der ukrainisch-slowakischen Grenze. So, dann haben wir aber nicht nur diese Eisenbahntransport und diesen Straßentransport, wir haben auch eine enorme Gas- und Ölleitungen für den Markt nach Russland. Das geht dann von Russland nach China, diesen Weg. Und das sind auch, also die Gasleitung, die heißt Kraft Sibiriens. Sie ist etwa zur Hälfte jetzt fertiggestellt, sollte, glaube ich, auch im nächsten Jahr fertig werden. Es gibt jährliche Lieferungen von 38 Milliarden Kubikmeter Gas. Und man erwartet für China einen Bedarf von 300 Milliarden Kubikmeter Gas. Und da ist gerade ein Aufhänger. Diese Zahlen sind ein Aufhänger zu einem geopolitischen Problem, das Russland mit China hat. China ist überbevölkert. Bis zur russischen Grenze hier, das sind Millionen Städte, die da aufgebaut wurden in kürzester Zeit. Hier ist alles leer. Ist im Prinzip einfach alles leer, fast nicht besiedelt. Im Lager Wieschensk, die russische Stadt an der Grenze, leben heute schon mehr Chinesen als Russen. Und das ist natürlich schon eine Gefahr für Russland geopolitisch. Diese rohstoffreichen Gebiete hier, praktisch nicht besiedelt, dass da mal ein Druck, ein Drang von Süden her kommen könnte. Damit rechnet man sehr. Es gibt jetzt Programme in Russland zur Besiedelung von zu Ostsibirien. Wer da hingeht, bekommt sofort riesige Landstücke gratis ins Eigentum. Man macht also alle Anreize, dass die Leute jetzt hier gehen, aber das Territorium ist so groß, so leer. Da fliegst du einfach stundenlang nur Wald, siehst du unter dir und kein Haus und nichts. Das kurz eine Abschweifung zu den geopolitischen Fragestellungen, die sich da ergeben. Dann die Ölpipeline, die geht nach Russland, an den russischen Hafen Nachotka und von dort aus wird das Öl nach China gebracht. Und
Wir haben jetzt eine, die Leitung, wie sie jetzt besteht, macht 30 Millionen Tonnen Erdöl pro Jahr und nächstes Jahr sollen es 50 werden und übernächstes Jahr 80. So, und dann kommt noch das Ganze, das geht sehr oft verloren, wenn die Leute über die neue Seidenstraße reden. Wegen der Erderwärmung wird es jetzt die Saison, wo man am Nordufer in der Arktis beim Nordpol mit den Schiffen durchfahren kann, wird immer größer. Und jetzt ist man dran und die Chinesen investieren hier in Häfen, in verschiedene Häfen hier in Russland. Und die Idee ist jetzt, dass man diese Nordroute über das Eismeer nach Westeuropa bringt. Und das ist natürlich auch ein sehr großes, rohstoffreiches Gebiet hier, dieser Gebiet in der Arktis. Und da gibt es jetzt große Ambitionen der anderen Anrainerstaaten, den Chinesen das zu im Arktisrat haben sie kein Stimmrecht, sie haben nur einen Beobachterstatus, die Chinesen. Und da gibt es von einigen Leuten, die nicht sehr Freude haben an diesem Projekt der neuen Seidenstraße, gibt es jetzt sehr viele Aktivitäten, um das möglichst zu verhindern. Aber das wird nicht kommen. Das ist geplant, hier eine relativ oft befahrene Route, zum großen Teil in Begleitung, Offenhaltung der Fahrrinne durch große Eisbrecher. Der Vorteil ist eben, dass es hier nur über diese Route nur 34 Tage braucht, während es über die Südroute, über den Suezkanal, braucht es 48 Tage. Und was sonst eben auch noch interessant ist, diese südliche Landroute der Seidenstraße, die führt durch viele unstabile Gebiete, Afghanistan, die Zentralasien. Und darum ist ja auch ein großes Interesse, dass diese Länder reich werden. Ein reiches Land produziert keine Terroristen mehr, nicht? Und das ist ja auch ein Teil des Projektes der Seidenstraße, dass man auch diese Gebiete befriedet. Aber im Moment sind das eben noch sehr unstabile Gebiete, Pakistan und so weiter. Und das ist ein Flüssiggastanker. Dieser Flüssiggastanker eben, so wird eben mit dem Flüssiggas aus Nordrussland, also aus Sibirien, kann dann so nach China transportiert werden. Können Sie noch sagen, wer will das verhindern? Also ich nehme an, die USA. Ja, das haben Sie sehr gut getippt. Ja. Wer noch? Ja, die Transatlantiker, nicht? Die Transatlantiker, ich meine, der normale Europäer, der etwas denkt, der will das nicht verhindern. Aber es gibt viele, die anders, Janis, weiß nicht. Sind die Italiener dort auch drin? Wo In diesem Rat. Ah nein, das war der ich habe vom Arktisrat gesprochen. Das sind nur die direkten Anrainer. Nur die direkten Anrainer. Das sind Norwegen, ich weiß es gar nicht anders. Aber Kanada und USA sind dabei. Ah, ja. Ah, no. Ja. Gut, und jetzt komme ich zur Geostrategie. Und jetzt muss ich schneller reden. Zur Geostrategie. Die Welt hatte seit den letzten 3000 Jahren eigentlich immer zwei verschiedene Arten von Mächten. Die Seemächte und die Landmächte. Nicht? Und interessant ist, also die letzte Seemacht, vorletzte Seemacht war Großbritannien.
und seit 1944 die USA. Und die haben eine einfache Strategie. Wenn wir die Seerouten beherrschen, können wir praktisch jedes Land können wir in die Knie zwingen mit einer Seeblockade, nicht? Weil alle großen Industriezentren, sie sind immer am Meer, nicht? Und so kann das Land keinen Handel mehr betreiben, ist abgeschnitten von der Welt. Das erste Mal hatten dann die Briten Probleme, als die Eisenbahn erfunden wurde, nicht? Das hat ihnen gar nicht gepasst eigentlich, oder, diese Eisenbahn. Und eben auch die Straßennetze passen den Ländern, die Seemächte sind, überhaupt nicht. Sie haben zwei Probleme, die Seemächte. Die Seemächte haben zentrale Häfen, die sind sehr gut geschützt gegen den Seeraus, nicht? Aber zum Beispiel Karthago war ja neben Rom eine Militärmacht, nicht weniger als die Römer, aber einfach eine Seemacht, nicht? Und wir wissen, wer gewonnen hat im alten Rom. Es war nicht die Seemacht, nicht? Und sie haben einfach zwei Probleme. Sobald es gute Verkehrswege auf dem Land geht, dann ist mit der Seeblockade nichts mehr, oder? Dann lachen die nur, nicht? Dann lachen die nur, bleibt mit euren Schiffen so lange vor unseren Häfen, wie ihr wollt. Wir haben Eisenbahn und Straßen und verkehren so, nicht? Und das ist eben ein Paradigma der Zukunft, dass die Seemächte verschwinden, nichts mehr zu sagen haben, nicht? Und dann sind es die Landmächte und Asien, Europa und Afrika sind alles auf dem Straßenlandweg miteinander verbunden. Und eben die Häfen der Seemächte, die können dann mit, wenn man eine gute Landarmee hat, von hinten her aufgerufen werden. Jetzt bleibe ich eben bei der Geostrategie. Geostrategien gab es. Der berühmte erste Geostratege, das war der Harford Mackinder, ein Brite. Und der hat eine Theorie gesagt. Er hat gesagt, ja, wenn dieses reiche Russland mit diesen Rohstoffen von Russland, von Zentralasien, sich zusammentun mit den hochindustrialisierten westlichen Industrieländern, dann, wenn die das auf dem Landweg machen können, dann haben wir nichts mehr zu sagen mit unseren schönen, großen und teuren Schiffen. Fertig. Die arbeiten zusammen, die kommen zusammen. Das hat er vorausgesehen, sehr klug. Drum hat er gesagt, wir müssen, ich sage vielleicht zuerst noch sein berühmter Spruch, der hat gesagt, wer über Osteuropa herrscht, der beherrscht das Herzland. Und das Herzland hat er verstanden, Westsibirien und den europäischen Teil von Russland. Das hat er das Herzland genannt. Also, wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer das Herzland beherrscht, der beherrscht die Weltinsel. Weltinsel sind eben Afrika, Asien und Europa zusammen. Der beherrscht die Weltinsel. Und wer über die Weltinsel herrscht, der beherrscht die Welt. Das war so ein Dings. Und er hat schon gesagt, also die dürfen auf keinen Fall zusammenkommen, diese hochindustrialisierten westlichen Länder und dieses rohstoffreiche Russland. Oder die dürfen nie. Wir müssen Konflikt organisieren. Wir müssen schauen, dass dort an ihrer Grenzlinie zu Europa immer Konflikte sind. Wir müssen sie destabilisieren. Das hat der liebe Herr Professor Mackinder gesagt. Und er hatte dann einen Lehrer, Nicolas Spijkman,
Der hat eine Übergangsfunktion, der hat das also vom Mackinder praktisch übernommen. Er hat nur noch etwas modifiziert, der Spikeman, ein Holländer und Amerikaner, holländisch-amerikanisch-Amerikaner. Er sagt, er hat die sogenannte Theorie der Eindämmung, entwickelt. Er hat gesagt, Russland, also zu seiner Zeit war es noch die Sowjetunion, diese Sowjetunion, die ist eine Gefahr für uns. Wir müssen, wir Amerikaner, müssen verhindern, dass die Sowjetunion das Herzland beherrscht. Oder? Wir müssen das verhindern und hat gesagt, wir Amerikaner, damit wir die Herrscher der Welt bleiben, wir müssen schauen, dass dort auf diesen Territorien immer Konflikte sind. Dann hat er es übergeben dem polnischstämmigen Pszczyński, Zbigniew Pszczyński. Dieser Pszczyński, der war eigentlich der große Organisator unserer jetzigen von transatlantischen Doktrin. Der hat eigentlich die amerikanische Politik gefärbt. Er war immer der geostrategische Berater von allen amerikanischen Präsidenten. Begonnen bei Johnson, Carter, Reagan, Bush Senior, Clinton, Bush Junior und Obama. Alle hat er geostrategisch beraten. Und eben in dem Sinne, wir müssen, er hat dann nicht mehr wie Mackinder gesagt, wir müssen Unruhe stiften im Heartland. Damals, als der Mackinder das sagte, da gab es nämlich noch gar keine Ukraine. Der Pszczyński hat dann schon ganz klar offen, also mich freut immer die amerikanische Offenheit, wie sie klar sagen, was sie wollen, oder? Was ihr Ziel ist, oder? Sie schämen sich nicht. Und er hat gesagt, wir müssen Unruhe in der Ukraine stiften, oder? Lang oder kurz so gesagt. Und dann die amerikanische Vizeaußenministerin Nuland hat ja ganz öffentlich gesagt, wir haben schon 5 Milliarden investiert in die Unruhe der Ukraine. Sie hat zwar nicht Unruhe gesagt, Sie haben gesagt, in die demokratische Entwicklung der Ukraine. 5 Milliarden haben sie, meistens geht es über NGOs, die man finanziert, die dann eben Entwicklungshilfe leisten, nicht? So, jetzt gibt es auch in Russland einen Geostrategen und der hat eine ganz andere Geostrategie für die Zukunft. Der Alexander Dugin sagt, wir können nicht mehr eine unipolare Welt haben. Er schlägt vor, er sagt, Zivilisationen, zum Beispiel muslimische Zivilisationen oder christliche Zivilisationen, die sehr viele kulturelle Gemeinschaften haben innerhalb dieser Zivilisation, die sollen einzelne Ländergruppen bilden oder Länder, sie sollen miteinander sich in ihrer Zivilisation organisieren. Oder? Und sie sollen, es soll niemand sagen, wir wollen unsere Werte dir aufzwingen, nicht wie wir es heute machen, wie wir überall mit Bomben Demokratien schaffen, oder? Es gibt Zivilisationen, die können mit Demokratie gar nichts anfangen und leben auch nicht viel schlechter als wir in unserer Scheindemokratie, nicht? Und er sagt einfach, jede Zivilisation soll nach ihren Prinzipien, nach ihrer Art, wie sie gerne leben, sollen sich zusammen organisieren und keiner von außen soll, es soll keine UNO geben, die da diktiert, ihr müsst jetzt so leben oder ihr müsst jetzt anders leben, ihr müsst jetzt das Wahlsystem so haben und so, nichts. Und er hatte eigentlich schon immer die Idee vertreten, wir müssen nicht Kriegsschiffe bauen, wir müssen
anderen Zivilisationen helfen, auch auf unseren Stand zu kommen. So, dass keine Aggression zwischen den Zivilisationen entstehen kann. Wenn die andere Zivilisation auch über genügend ökonomische Mittel verfügt, dann haben sie keinen Grund, eine Aggression, Territorien zu annektieren. Nicht? Ja, und eben, wollte noch Sie einfach fragen, was, es ist klar, ich muss gar nicht fragen, die Seemächte oder die jetzige Seemacht hat natürlich null Interesse am Ausbau dieser Seidenstraße. Null Interesse. Die probieren das zu verhindern, wo es immer nur geht. Weil das ist nicht im Interesse der Seemacht, dass da Landverbindungen gut ausgebaut werden. Vielleicht eben noch zwei, drei Worte zu Russlands. Die Russen, würde ich sagen, wären sehr gerne Teil einer Europäischen Union gewesen. Und nach 1991 haben sich ja auch Putin in seiner ersten Amtszeit so viel Mühe gegeben, anerkannt zu werden von Westeuropa. Sie wären so gern auch noch in die NATO eingestiegen, nicht? Aber man hat ihnen immer die Türe gewiesen. Und jetzt geht natürlich langsam die ganze Orientierung hin auf die Eurasische Union. Also jetzt wenden sie sich halt notgedrungenermaßen mit den Chinesen zusammen. Aber die Chinesen sind eigentlich keine natürlichen Freunde von Russland. Jetzt darf ich noch 5 Minuten? Ja? Sind ja eigentlich keine Urfreunde von Russland. Ich muss noch sagen, wie die Entwicklung von Russland im heutigen Dings, wie die stattgefunden hat. Die Russen, also die Völker im jetzigen Sibirien und Ostsibirien und Fernost, das sind ja, ich sage es immer so, Schlitzaugen, nicht? Das sind keine slawische Russen, die ursprünglichen Bewohner dort. Das sind Asiaten, das sind Eskimos, also die Nenzen und Evenken und so weiter. Das sind nicht weißhäutige Dings. Aber die Russen hatten immer, seit der Besiedlung im 17. Jahrhundert von Ostsibirien, immer die Tendenz, sogar das klare Gebot, wir belassen ihnen ihre Kultur, ihren Glauben, wir mischen uns nicht ein. Nur ein Beispiel, diese Evenken, die haben keine Immunität, wie die Indianer Immunität gegen Alkohol. Was ist in Amerika passiert? Kam so ein Geschäftsmann, gab ihm einige Flaschen Whisky, bis der alles unterschrieben hat, dass er alles verkauft hat, oder? Und so wurde eigentlich Amerika besiedelt, oder? Von den Ureinwohnern befreit, sagen wir so, nicht? Und in Russland hat es eine ganz andere Attitüde gegeben. Diese Völker wollten unter den Schutz von Russland. Sie haben gefragt, die Burjaten und so weiter, bitte kommt zu uns und garantiert uns, dass wir nicht von den Chinesen überfallen werden. Also war eine freiwillige Unterstellung, und aber auch der russische Zar war ja gleichzeitig Oberhaupt der orthodoxen Kirche. Aber wenn der russische Zar, der Zarewitsch konkret, durch Sibirien gereist ist und gesehen hat, dass ein buretischer Lamaid, der oberste Papst der Lamaiten, also eine Art Buddhismus, die hatten eine große Feier, da kam der russische Zarewitsch und hat diesem Gastgeschenke gebracht, nicht? Zu einer Zeit, als wir Katholiken und uns noch die Schädel eingeschlagen haben, nicht? Und es ist ein Prinzip, war immer ein Prinzip der Russischen Föderation, dass man fremde Kulturen mit Respekt behandelt, ein eigenes Leben leben lässt.
Und hochinteressant ist auch, die Russen, die heute in diesen Burjätinnen und so Westsibirien lohnen, die haben viel mehr diese burjätische Kultur internalisiert, als umgekehrt, dass die Burjäten etwas Russisches angenommen haben. Ich sage nur ein kurzes Beispiel. In Burjätien. Die Burjäten, die glauben, dass jedes Tal einen eigenen Geist habe, oder? Und wenn du also mit dem Auto über einen Pass fährst in das nächste Tal, dann ist dort ein neuer Chef, oder? Und da muss man schauen, dass man mit dem auch gut auskommt, nicht? Und die Burjäten, die haben in den Passhöhen, haben sie immer so einen Baum mit so Bändern und Wunschglückbändern und so weiter. Wir waren im Auto, vier Russen, also ich und vier slawische Russen aus, also Slawen, nicht Burjäten, nicht? Unser Chauffeur, der ein Ur-Moskau, also eben ein Slawe, aber da dort gewohnt, jedes Mal, wenn wir an einem Hügel waren, hat er gestoppt. Es war kein einziger Burjäte in unserem Auto. Hat er gestoppt, ist rausgegangen und hat dem neuen Geist ein Geschenk gebracht. Was ist ein Geschenk, oder? Meistens öffnet man die Wodkaflasche und macht in alle vier Himmelsrichtungen ein Dings. Ja. Oder so großzügig sind sie mit ihren Geistern dort, nicht? Aber eben, wie die Russen sich überall nicht dominiert haben, die anderen, und das ist eben das Prinzip, wo auch der Dugin damit lebt, das ist ein urrussisches Prinzip, sagt, und so soll unsere Zukunft nicht nur in Russland aussehen. Ja, damit habe ich es, glaube ich, geschafft. Ja?